Moin, Johannes hier und es geht mal wieder an Schachaufgaben ran. Gleich zum Anfang jetzt eine Aufgabe, die das Potenzial hat, peinlich zu werden. Matt setzt mit zwei Läufern, das sollte man können. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Lage ist, dass meine beiden Läufer hier die vier Felder auf der zweiten Reihe unter Kontrolle haben und diese vier Felder auf der ersten Reihe. Zusammen ergibt das dieses Bild. Ups. Jetzt haben wir es richtig. Ich habe mich schon gewundert, ob das asymmetrisch sein soll, wenn zwei Läufer da stehen. Auf gleicher Höhe. Also der König hat diese beiden Felder, auf denen er hin und her laufen kann. Und der erste Gedanke ist, er muss in der Ecke zum Matt setzen. Und zweckmäßigerweise wird das die Ecke sein hier beim König. Also A1. Und wenn ich jetzt mit dem Läufer hierher gehe, nehme ich ihm das Feld. Nämlich E1. Und er wird hier Richtung Ecke müssen. So fangen wir mal an. Richtiger Zug. Jetzt hat der König noch diese vier Felder und natürlich hier unten den Weg, um auszubüchsen. Ups. So. Das heißt, wir werden irgendwann hier mit dem König rüber müssen, um ihn dann auch in der Ecke matt setzen zu können und festsetzen zu können. Jetzt würde ich aber erstmal mit dem Läufer hier hin, um ihm das Feld D1 zu nehmen und ihn damit auf B1 treiben. Und jetzt besteht halt die Gefahr, dass er hier über A2, A3, A4 entkommt. Wenn ich jetzt mit dem König hier rüber gehe, auf B3, dann kann er zwar einmal zurück, ich kann dann mit dem Läufer hier neuen Druck ausüben und ihn zurücktreiben. Ich gehe also nach B3. Er macht diesen einen Schritt zurück, den ich hier nicht verhindern kann, den ich auch nicht verhindern will. Und jetzt kommt der Läufer nach E3. Er muss wieder zurück, weil die Felder hier alle unter meiner Kontrolle sind. Und jetzt werde ich ihn dann in der Ecke hier Schach und Damat setzen. Wunderbar. 23 Punkte hat mir das gebracht und gut gegangen. Nächste Aufgabe. Schwarz im Zug. Weiß hat gerade den König hier aus dem Schach der Dame nach F1 gezogen. Die Frage ist jetzt, wie komme ich weiter? Naja, was sieht man zuerst? Man sieht, ich habe Materialnachteil. Das heißt, Weiß hat hier drei Bauern gegen einen Bauern von mir. Die Damen heben sich quasi weg. Ah, nein, verklickt. Oh Mann, ich zeige euch eben. Nochmal probieren. Zeige euch eben die Lösung. Die Lösung ist hier unten Dame H1. Und jetzt kommt hier der Spieß auf die Dame. Ah, ich hasse das, wenn ich mich verklicke. Und weil der König zu weit von der Dame weg ist, kann ich sie jetzt gewinnen? Würde der König hier auf D2 stehen, könnte er bequem nach C3 oder C1 und von da aus die Dame beschützen. Steht er aber nicht, sondern er stand hier, kann also nur nach D1 oder D3, wenn er jetzt Richtung Dame strebt und kann sie von da aus halt eben nicht beschützen. Sein Wirkungskreis endet dann auf jeden Fall irgendwo hier. Und da ist die Dame nicht drin. Und dann kann ich die Dame mitnehmen. Und wird das dann gewinnen. Ja, es ist natürlich die Statistik hier kaputt, aber ja, man sollte halt seine Maus im Griff haben. Das ist zwar schmerzhaft, aber man muss es lernen und man lernt es halt nur, wenn es weh tut. So. Neues Rätsel, neue Ideen. Man guckt wieder kurz nach dem Material. Ich habe einen Bauern weniger. Ich habe den Läufer gegen den Springer und bedroht ist hier jetzt mein Springer. Was ich aber sehe, der König ist hier in seiner Ecke relativ unter Beschuss. Meine Dame und mein Springer sind Figuren, die in diese Richtung schon mal streben. Und die erste Idee, die ich mir jetzt angucken würde, wäre Springer F8. Springer F8 ist eins der vier möglichen Schachs, fünf möglichen Schachs. Hier könnte die Dame auch noch Schach geben. Springer F8 zeichnet sich gegenüber Springer F6 dadurch aus, dass er Springer nicht geschlagen werden kann, nicht auf zwei Arten geschlagen werden kann. Und auf F8 hat er auch die Wirkung hier noch nach G6. Der König strebt ja
im Notfall hier eine Flucht an über G6 und das kontrolliert der Springer von F8 aus. Und er gibt natürlich Schach, das haben wir schon gesagt. Also rechnen wir weiter. Springer F8 Schach, erster Zug. Dann muss der König, weil er nicht nach vorne kann, entweder nach G8 oder nach H8, nehmen wir mal H8 an. Das ist möglicherweise egal. Geht nach H8, jetzt habe ich einen Abzug. Jetzt könnte ich mit dem Springer hierher gehen, nach E6 und die Dame abholen, weil dann Schach durch meine weiße Dame wäre auf H8. Das gleiche würde für G8 gelten. Das ist auf jeden Fall ein Gewinnzug. Das reicht mir eigentlich auch schon. Geht nach H8. Jetzt ist noch die Frage, kann ich ihn direkt matt setzen? Kriege ich vielleicht ein ersticktes Matt oder irgendwie sowas hin? Gucken wir noch mal kurz. Springer nach G6 Schach. Dann käme er wieder hoch. Also Doppelschach, deswegen kann er hier nicht schlagen. Käme er wieder hoch und ich könnte hier unten mit der Dame Schach geben, aber er kommt halt dann raus und kann den Springer schlagen. Wenn ich mit dem Springer wiederziehe, muss ich quasi nach F8 zurück. Das heißt, das ist schon der beste Zug hier, weil ich jetzt die Dame bekomme. Ja, also der Abzug, den sollte man immer im Auge behalten, auch als Schwarze halt. Wenn man es vermeiden kann, in so einer Stellung zu stehen, sollte man das tunlichst tun. Denn der Damenverlust an der Stelle ist halt einfach dann auch spielentscheidend wahrscheinlich. Nächste Aufgabe. Hier ist das Brett voll. Das macht die ersten Pläne erstmal nicht ganz einfach. Aber wahrscheinlich ist ein ersticktes Matt. Dame nach C4 sieht super stark aus. Er kommt hier mit nichts. Mit nichts kommt er hier dazwischen. Kein Bauer, kein Springer. Nichts hilft, um auf diese Diagonale zu kommen. Und dann rechnen wir es mal noch eben durch. Dame C4 Schach. Eine Möglichkeit ist, er geht nach F8. Dann wird er von der Dame hier auf F7 matt gesetzt, gedeckt vom Springer. Zweite Möglichkeit ist, er geht nach H8. Dann gebe ich hier ein Doppelschach. Bring ihn damit. Ne, Quatsch. Dann gebe ich hier unten einen Schach. Hole ihn damit wieder raus. Gebe dann hier einen Doppelschach. Gebe auf G8 nochmal mit der Damenschach und dann mit dem Springer auf F7 matt. Das muss funktionieren. Schach. König geht nach H8. Jetzt gebe ich hier mit dem Springer Schach auf F7. Das ist im Prinzip ja auch eine Gabel. Ne? Das habt ihr. Ups. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. De Gabel auf die Dame und den König. Ich könnte jetzt also die Dame nehmen. Sogar mit Schach. Das sieht erstmal gar nicht schlecht aus, aber stärker ist halt Springer H6 Doppelschach, was ihn entweder nach F8 zurückzwingt mit dem bekannten Matt auf F7 mit der Dame. Also so. Oder er geht auf H8 zurück und dann wird er eben erstickt matt gesetzt. Doppelschach. Dame rein. Er muss mit dem Turm schlagen, weil die Dame vom Springer gedeckt ist und dann ist hier ersticktes Matt. Wichtiges Motiv und man sieht, das kommt tatsächlich auch in realen Partien vor. Nächste Aufgabe. Okay. Ich glaube, ich sehe da schon was. Der Springer hier ist doppelt angegriffen und doppelt gedeckt. Wenn ich jetzt hergehe und schlage diesen Springer, sagen wir mal, wir schlagen ihn so. Und Schwarz schlägt mit dem Turm zurück. Ich schlage mit meinem Turm. Er schlägt mit dem König. Dann ist der König außerhalb des Quadrats für diesen Bauern. Der zieht dann nach H7. Das ist das Quadrat. Der König stünde hier, wo der Springer jetzt steht, auf E7. Und er kommt nicht ins Quadrat. Mit dem nächsten Zug kommt er maximal bis hier. Sorry, dass ich ein bisschen Chaos auf dem Brett mache. Und von da aus kann er den Bauern dann nicht aufhalten. Jetzt ist ja die Sache, wenn ich den Springer schlage, kann er den Bauern schlagen. Wie kriege ich also, dass die Idee noch ein Stück weiter gerät? Wie kriege ich sie noch ein Stück schärfer? Und schärfer kriege ich Sachen meistens dann, wenn sie Schach sind. Wenn sie Schach sind, hat Schwarz viel weniger Möglichkeiten, sich zu wehren gegen Dinge. Und deswegen kommt man dann relativ schnell auf die Idee, Turm schlägt E7 mit Schach. Und mit der Drohung, wenn er mit dem König irgendwie weggeht, schlage ich seinen Turm. Das heißt, Schwarz wird tunlichst mit seinem Turm meinen Turm schlagen, um seinen Türmchen zu retten. Und das wiederum ermöglicht dann genau das, was ich wollte, nämlich
die beiden schwarzen Figuren hier unten abtauschen gegen meinen Springer und meinen Turm in Weiß. Ich schlage dann seinen Turm hier, er schlägt mit dem König meinen Springer und mein Bauer läuft. Das heißt, Turm schlägt E7 Schach, Springer schlägt E7 und H7, H8, Dame und damit ist das Rätsel gelöst. Er würde sagen, eins machen wir noch. Nochmal eins mit richtig viel Chaos auf dem Brett, richtig viel los hier. Und die Frage ist, was kann da drin sein? Ja, nach einem Mattangriff sieht es jetzt nicht so richtig aus. Ein bisschen könnte man Ideen hier mit Läufer schlägt F7 haben. Aber erste Intuition wäre, man kann vielleicht die Dame fangen. Vielleicht hat die Dame zu wenig Felder. Mal gucken, was hat sie denn im Moment? Sie könnte hier unten auf A8, A1 schlagen. Sie könnte... ich markiere mal in Rot, wo sie nicht hin kann. Das ist gedeckt. Das auch, das auch, das auch. Also grün das hier. Und A1. Mal gucken, was wir daraus machen können. Die beiden Felder kann ich ihm kaum gleichzeitig wegnehmen, außer auf dem Feld, auf dem er selber steht, oder hier auf B1. Das scheint also vielleicht doch nicht die Idee zu sein. Vielleicht ist das nicht der Weg. Vielleicht ist es doch das Schlagen hier auf F7. Ja, ist es. Ist es wahrscheinlich. Wenn ich hier schlage und er schlägt mit dem König zurück, dann kann ich Läufer C1 spielen mit Schach, Abzugschach und die Dame gewinnen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum sollte er schlagen? Er muss ja vielleicht nicht schlagen. Also wird er versuchen, mit seinem König wegzugehen, zum Beispiel nach D8. Was habe ich dann? Wie mache ich dann weiter? Man muss halt immer bis zum Ende sehen. Es bringt nichts, wenn man jetzt eine schöne Variante sieht, wo Schwarz quasi, wenn er den Fehler macht, verliert, sondern er muss schon zwingend verlieren. Deswegen reicht es jetzt nicht zu sagen, naja, das sieht ja mal ganz nett aus. Das könnte funktionieren. Sondern muss da schon ein bisschen mehr Substanz dahinter sein. Wenn er mit seinem König nach D8 geht, könnte ich seinen Springer schlagen mit Schach. Ah, interessant. Wenn er auf D8 steht, kann ich den Springer hier schlagen. Aber er kann zumindest mit dem D-Bauer nicht zurückschlagen, wegen der Fesselung mit der Dame. Aber wo ist der Clou? Wo ist der Weg, auf dem ich dann zwingend in den Abzugsschach komme? Oder irgendwo den Anschlag der Dame verhindern kann? Ich schlag hier, er geht rüber. Ich schlag hier mit Schach, dann muss er das, ja, oder zwei Möglichkeiten mit dem Springer oder mit dem Bauern zurückschlagen. Ah, nee, das ist eigentlich nicht so richtig scharf. Alternative Ideen mit der Dame. Oh, ich bin ein bisschen müde. Mit der Dame auf H5. Matt drohen. Ja gut, nicht matt direkt, aber einen üblen Angriff hier drohen. Ja, sieht aber auch nicht so zwingend aus. Hm? Ich schlag hier rein mit dem Läufer. Er geht hier rüber. Das Schach habe ich. Guck mal, das Schach habe ich mit dem Springer. Das matt. Das ist ja witzig. Guckt euch das an. Ich schlag hier, er geht rüber. Ich markiere mal die schwarzen Züge in Rot. Ups. Also weißer Zug, schwarzer Zug, weißer Zug. Springer steht hier. Gibt Schach, nimmt ihm dieses Feld. Er ist nicht zu schlagen, weil die Dame hier den Turm fesselt. Also das wäre ein schwarzer Zug hier. Und der Läufer nimmt ihm das Feld. Also das ging auf keinen Fall. König nach D8 würde verlieren. Jetzt ist die Frage, was passiert,
Wenn ich hier schlage auf F7 und er geht mit seinem König nach F8. Das ist ja die andere Möglichkeit. Also er verliert auf König, schlägt F7 und er verliert auf König D8. Soweit haben wir es gerecht berechnet. Aber man muss es halt auch das letzte Stück noch rechnen. Und wir wissen jetzt, weil das ein Rätsel ist, dass er das am Ende weiß noch gewinnen wird und dass da eine wundersame Zug dabei ist. Und das wird mit Sicherheit Läufer schlägt F7 sein. Nur bloß weil zwei von drei Varianten funktionieren in der echten Partie, kann ich das ja deswegen nicht spielen. Ich muss schon auch dann die dritte kennen. Ich fände das übrigens interessant, mal in so einem ja, Taktiktraining zu sagen, es gibt auch Stellungen, in denen ist einfach nichts drin. Und zu dem Ergebnis muss ich im Brett irgendwann vielleicht auch kommen. Im Taktiktraining wird das ja dann ausgeblendet. Das sind halt immer gute, schöne Stellungen, wo was drin ist. Gut, also Läufer schlägt F7, König F8. Idee, trotzdem mit dem Springer Schach geben, schlagen lassen und dann mit der Dame hier unten irgendwas machen. Das ist halt leider kein Matt, weil der andere Springer noch da ist. Ein schönes, aber auch ein vertracktes Rätsel. Also, Läufer schlägt hier, König geht hier rüber. Ich mach's mal rot. Und hier steht jetzt dann der Läufer, der Weiße. Ha, was ist denn mit der Variante dann jetzt, den anderen Läufer nach C1 zu ziehen, so ein bisschen den Abzug trotzdem zu machen? Wenn er dann, sage ich mal, mit Schwarz, ich kriege das einfach nicht hin mit dem Pfeil in der richtigen Farbe, wenn er dann den Turm schlägt, habe ich hier einen Abzug. Einen Abzug, ja, wohin ich möchte. Mit dem Läufer wieder zurückgehen, Schach geben. Dann müsste er hier rüber. Zurück auf sein Ausgangsfeld. Tja, und dann. Ich bin, wie gesagt, 100% sicher, dass Läufer schlägt F7 der richtige Zug ist. Nur, was ist denn der Trick nach König F8? Wie geht es dann zwingend weiter? Läufer C1 erzwingt einen Damenzug und ermöglicht dann den Abzug. Aber wie würde ich dann abziehen wollen? Das sehe ich noch nicht. Ich könnte ihn, indem ich auf der anderen Diagonale bleibe, könnte ich ihn zwingen, dann hier nach G8 zu gehen. Könnte mit der Dame hier einen Schach nachschieben. Und zwar ein tödliches, bis auf den Springer Zwischenzug. Ah, das sieht gut aus. Das probiere ich jetzt. Schach. Uff, ah, das ist die langweiligste Variante. Er schlägt. Dann kriege ich ja die Dame direkt hier. Er hätte jetzt die Dame noch dazwischen ziehen können, aber das verliert halt auch die Dame, ne? Ah, okay. Das war jetzt dann doch relativ simpel. Die andere Variante hätte ich gerne nochmal durchgerechnet. Kann ich das denn jetzt irgendwie ans Analysebrett mitnehmen? Scheint nicht so zu sein. Gut, 1682 Punkte. Ich würde gerne vielleicht 1700 schaffen. Na komm, eine machen wir noch. Also, das ist eine machen wir noch. Das ist dann schon wirklich auch gut gemacht, Palicis. Das treibt einen immer weiter. Hier, was ist mit Turm? Turm nach D8 Schach. Dann kommt sein. Ja, versuchen wir es mal wieder in richtigen Farben zu machen. Kommt sein Läufer dazwischen. Ich habe noch einen schönen Spieß hier Richtung G7. Kann ich die Dame irgendwie ablenken?
Ja, kann ich, glaube ich. Also mir Folgendes überlegt. Turm D8 Schach, Läufer geht zurück nach F8. Was passiert jetzt, wenn ich mit Weiß G7 schlage? Er kann mit dem Läufer nicht schlagen, das ist gefesselt. Er kann mit der Dame aber schlagen. Nur, wenn er mit der Dame schlägt, also schwarzer Zug, Dame jetzt hier. Die ist jetzt aber dann vom Läufer gefesselt, das ist eben wichtig hier. Dann kann ich mit meinem Turm, na, falsche Farbe, kann ich mit meinem Turm hier den Läufer schlagen. Und der ist dann ungedeckt, ja. Das passt. Eins, zwei und Schachmatt. Gibt 14 Punkte, 1696. Ich würde gerne 1700 schaffen, na komm. Dieses eine noch. Diese eine Noch-Mentalität. Hier droht Schach mit der Dame. Außerdem haben wir hier Möglichkeiten mit dem Läufer, möglicherweise irgendwie mit dem Turm irgendwie an den Läufer ranzukommen und den gefesselten Läufer auszunutzen. Was ist auf Dame H7 Schach? Er zwingt König F8. Dann gebe ich Dame H8 Schach. Er zwingt Läufer, schlägt H8, räumt damit ein Stück der Linie hier, der G-Linie, auf dem der Turm steht, und dann gebe ich mit Springer H7, gebe ich matt. Jo. 1, 2, 3. Der Läufer deckt hier die G-Linie und der Springer gibt Schach. Unangegriffenerweise. Von daher macht er dann auch die. Ja, das letzte Feld für den König unangenehm und damit ist es halt dann wunderbares Schachmatt. 1710 Punkte, das reicht dann für heute und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder ans Aufgabenlösen geht. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Sache. Es ist natürlich schöner, wenn ihr das selber macht, als mir zuzugucken dabei, aber vielleicht ist es ja lehrreich, vielleicht ist es auch an mancher Stelle witzig, mich leiden zu sehen, das vielleicht nebenher zu gucken. In jedem Fall dürft ihr mir einen Daumen hoch lassen, hoch da lassen, zu motivieren, das weiterhin zu machen. Ansonsten bis zum nächsten Video. Vielleicht entscheidet euch dann ja um und schaut euch die Blitz- oder Bullet-Partien an oder was es sonst noch so auf eurem Kanal gibt. Bis dann, ciao.